So, jetzt werden wir uns in die Krypta begeben. Ich habe ja diesmal endlich dieses blöde Raufgehangel geschafft. Gott sei Dank, muss ich sagen. Das war irgendwie an einer bestimmten Stelle, muss man sich ja an der Wand irgendwie festkrallen und dann weiterhangeln, eben mit diesem Spitzhacke, mit der Spitzhacke. Mit der Spitzhacke. Sorry. Was gibt's da jetzt? Und jetzt wollte ich euch die Krypta zeigen. Ich habe vorhin schon mal kurz mal reingeguckt. Bin jetzt wieder raus, um euch diese Krypta zu zeigen, damit ich jetzt hier aufnehme. Das ist einfach, ja, für meine Zuschauer bei Twitch, die hatten das mal mitbekommen, dass ich zigmal versucht habe, hier den Berg hochzukommen oder diesen Hang oder den Berg eben. Den Berg, sag ich. Hä? Wieso geht das nicht auf? Komisch. Okay, muss was anderes probieren. Nicht Berg. Einfach den, ja, Berg hoch schon, doch. Die steile Stelle an der Wand hoch. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht aufmachen? Was, ein Feuerpfeil? Hä? Nee, da muss ich woanders rein. Das geht nicht. Gibt's ja nicht. Muss man da irgendwie anders reinkommen? Was war denn da nochmal dran? Schauen wir da mal rein. Ach, das ist genau. Das habe ich im Let's Play auch mal nachgeguckt, weil ich wissen wollte, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle bin an der Wand, um in die Krypta zu kommen. Dann habe ich das mal gesehen, aber der ist nicht darunter. Wie war denn das gleich wieder? Ich habe da gar nicht viel geguckt. Ich wollte nur wissen, wie eben. Ui, genau, das probieren wir jetzt mal da rein zum Flatschen. Ja klar, da kann man bestimmt gut tauchen. Ah, was gibt's da jetzt alles? Yeah, super, cool. Ja, ich habe da bloß geguckt, wie das der Eingang war, wo ich immer zigmal versucht habe mit dem. Wow, was sind das für Figuren? Wow, geil. Oh. Gleich mal ein bisschen was einsacken. Looten. Ich brauche nämlich ein bisschen mehr Geld, weil ich will mir eigentlich ja diesen, ja, den einen bei der Händlerin, den Dietrich, kaufen. Geht es dahin? Ah, da geht's. Genau. Da kann man rein. Wow, cool. Das liebe ich an dem Tomb Raider. Ah, das sind Blubberblasen. Schnell, schnell. Mir geht Luft aus. Gott sei Dank. Wow. Cool. Okay. Und jetzt? Ach. Oh, wenn man da zu früh irgendwie klickt, sehe Blödsinn. Nee, andere Seite. Andere Seite. Was ist denn da? Okay. Bin ich ja jetzt gespannt, was ich jetzt da noch finde. Okay. Den Sarg. Was ist denn das? Oh. Oh, wie schön. Sehr gut. Herr und Herrin der Toten. Ah. Sehr gut. Okay. Müssen wir weiter gucken. Was ist das echt? Also, haben sie echt super gemacht. Oh, da geht's rein. Da geht's rein. Hoffe, ich gebe mir nicht die Luft aus. Hey, ich muss da schneller. Schneller. Lass mich rein. Lass mich rein. Oh je, davon ist sie. Werde ich schon. Oh, schnell. Ah, Gott sei Dank. Ja. Oh. Ah, gut. Okay. Und das war's hier? Mehr war das jetzt hier gar nicht. Hä? Das war ein bisschen wenig, oder? Habe ich was übersehen? Also irgendwie fehlt mir was. Muss nochmal zurückschauen. Jetzt habe ich doch was für übersehen, oder? Muss mich entschuldigen. Mein Hals ist ein bisschen rau. Der ist irgendwie zurzeit so von der Erkältung ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Also, richtige Erkältung habe ich jetzt zwar nicht, aber irgendwie ist der Hals so rau und so kratzig. Bin ich da drüben gewesen vorhin schon? Ja, doch. Das habe ich ja da.
gefunden. Mal Luft holen nochmal. Okay. Wo bin ich jetzt hergekommen? Oh Mann, ey. Nein. Was tue ich? War ich da vorhin schon? Ich weiß gar nichts mehr jetzt. Luftblasen, das ist immer gut. Sieht man da was? Ach, das war vorhin der Eingang. Genau, aber da konnte man nicht durch. Nee. Da ist nichts. Da bin ich hergekommen. Ursprünglich. Mal schauen. Aber dann in diese Richtung? Nee. Da komme ich ja her, oder? Nee, Quatsch. Das kann nicht stimmen. Nee. Da ist... Was ist da? Kann man da nochmal durch? Aha. Okay. Nee. Nee, Quatsch. Das ist rund, oder? Das ist rund gebaut. Da bin ich ja reingesprungen, stimmt. Also eigentlich ist dann hier nichts mehr. Das ist ja blöd. Hm. Also irgendwie fehlt mir noch was. Na, komm. Geh doch. Also mir fehlt schon noch was. Ich brauche Luft. Schnell. Ja. Genau. Gott sei Dank. Aber das ist doch echt komisch. Hm. Na gut. Schwimmen wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Aber das ist irgendwie, als wenn es rund wäre. Mal hier unten noch das eine gefunden. Nö. Da geht's raus. Na gut. Hm. Dann gehen wir mal raus. Oh, stopp. Nein, das mache ich. Ich bin echt blöd. Manchmal schaffe ich es und ja, ich habe es schon mal übersehen. Oh, da ist was. Yeah, genau, cool. Sehr schön. Archivarkarte. Cool. Wunderbar. Sehr schön. Mhm. Aber das habe ich doch schon. Ja, okay. Die Forschertasche bei den Füchsen da. Das habe ich ja im Stream gemacht mal. Und jetzt muss ich einfach hier wieder raus. Hä? Ach, das ist das von der anderen Seite dann. Ah, okay. Gut. Dann können wir wieder zurück. Und wirklich raus. Ich glaube jetzt, das war's. Mehr gibt's hier wirklich nicht. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Hoffentlich. Das ist immer so ein Dilemma, wenn man das dann doch irgendwie vielleicht übersieht. Oder ich. Aber da war jetzt nichts mehr, gell? Okay. Dann verlassen wir. Komm raus. Schnell. Luft. Da ist jetzt auch nichts mehr? Nee, da ist nichts mehr. Hm. Und da geht's jetzt. Geht's da raus? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Da ist die Treppe. Ja, haben wir sonst alles erledigt. Können wir raus. Karte aktualisiert? Ah ja. Hä? Lass mich raus. Ach so, nee, bin jetzt woanders. Oh lala. Jetzt bin ich tiefer in der Krypta, oder? Hier war vor kurzem schon jemand. Echt? Okay. Wer war das? Ich nicht. Keine Ahnung, wer das war. Oh. Hä? Ah. Na gut. Jetzt machen wir mal später. Das sind mehrere. Hm. Bloß in welche Richtung gehen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Gehen wir mal hoch. Mhm. Das hier habe ich gesucht. Ah, das habe ich gesucht. Ja, genau. Stimmt, jetzt wo die Lara das sagt. Habe ich das gesucht? Ja, ich habe es gesucht. Das ist ja eine Krypta. Oh, Mankos-Stiefeln. Oh, Überreste. Cool.
Wow. Nice. Das ist ja cool. Okay. Und ein Fähigkeitspunkt. Perfekt. Sehr schön. Okay. Ja. Dann schauen wir jetzt mal nochmal, was da alles so gibt. Aber da war jetzt nichts mehr, glaube ich, gell? Nee. Komisch. Wie das aussieht, ne? Die sehen so grauslig aus. Ja, die sind echt... Wow. Ich geht. Wow, ekelhaft. Aber ich glaube, da war jetzt so großartig nichts mehr, oder? Ah, ich gehe jetzt nochmal runter. Doch. Ich muss nochmal runter, aber da geht es nicht runter. Nein, da kann man nicht runter. Nein, da geht's nicht runter. Moment. Gehen wir nochmal runter. Okay. Ja. Und jetzt schauen wir nochmal. Okay. Was war denn da noch alles? Mensch, da ist nichts mehr, oder? Nee. Da ist gar nichts mehr. Da können wir jetzt echt rausgehen. Nee. Ja, mir fehlt hier, glaube ich, eine Sequenz. Ich habe da bemerkt, ich habe hier geschnitten. Ich vertone das auch nach, weil leider, ja, mein Mikro versagt hat diesmal beim Aufnehmen und hat den ganzen anderen Ton. Man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen über die Kamera von der PlayStation aufgenommen. Und ich vertone das jetzt einfach ein bisschen nach für euch. Ich wollte es aber euch zeigen, die Krypta, und deswegen habe ich jetzt das hier so. Ja, es ist einfach blöd, aber ja, egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall raus. Ihr habt ja gesehen, das ist alles rundherum und dann haben wir das dann eh eigentlich erledigt, die ganze Krypta. Und ja, es ist echt blöd mit meinem Audio. Manchmal ist es echt, also irgendwie denke ich mal, ah, da geht's raus, genau, da muss man ja wieder zielen und schießen. Gut. Okay. Perfekt. So. Sind wir da wieder? Okay. Habe ich euch ja alles schon gezeigt. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Ja, das war die Krypta und echt cool. Und jetzt da hier noch einen coolen Sprung. Hier kann man nämlich einen Schwalbensprung machen. Der ist mir leider nicht so gut gelungen. Aber na gut, ich muss da drücken. Und ja, ging so. Aber er hat, glaube ich, gezählt noch. Genau, und dann kriegt man nämlich hier einen Fähigkeitspunkt. Voll cool, gell? Ja, geil. Ja. Und dann noch ein paar Sachen einsammeln und das war das eigentlich schon mit der Krypta. Das wollte ich euch eigentlich nur so mal zeigen. Nochmal. Besonders den Leuten von Twitch wollte ich sie entschädigen für die Warterei hier. Und dann, ja, wünsche ich euch noch alles Gute und ich habe ein Herausforderungsgrab vor mir. Das habe ich jetzt angefangen und mal gucken, vielleicht, ich habe ein paar Aufnahmen dazu. Ja, die werde ich euch bestimmt auch zeigen können. Ich hoffe, ich mal schauen, ob ich es auch schaffe. Also, bis demnächst. Ciao. Mist.